Das ist Felix. Felix ist 8 Jahre alt und wohnt in Dörbach, einem Stadtteil von Würzburg. Er ist gerade auf dem Weg zur Schule. Er geht in die 2. Klasse. Ach ja, Felix trägt eine Brille. Das tun viele andere Kinder auch. Aber bei Felix ist es was Besonderes. Bei Felix hilft die Brille nämlich nicht so besonders gut. Das liegt nicht an der Brille, nicht, dass sie schlecht wäre. Nein, die ist vom Optiker gut gemacht worden. Felix ist sehbehindert. Er sieht von Geburt an schlecht. Wie jeden Morgen geht Felix mit Miriam und den anderen zur Schule. Er hat den Weg dorthin gut geübt. Noch mehr als andere Kinder muss er aufpassen, wenn es über die Straße geht. Für Felix sieht der Schulweg so aus. Wir haben das mal nachgemacht, indem wir auf die Filmkamera so eine Folie geklebt haben. Und das ist die Schule von Felix. Und so sieht er sie. Jedes Mal, wenn ein Bild kommt, so wie Felix es sieht, haben wir oben in der Ecke dieses Zeichen eingeblendet. Da. Weil Felix eine Augenkrankheit hat, zeigen wir euch erstmal, wie das Auge funktioniert. Das ist natürlich kein richtiges Auge, sondern ein Modell. An diesem Modell kann man das Auge von außen und von innen betrachten. Ganz vorne ist die Hornhaut. Die ist durchsichtig und schützt das Auge. Wir machen das Modell mal auf. Das Loch in der Mitte ist die Pupille und drumherum die Regenbogenhaut. Die nennt man übrigens auch Iris, wie der Mädchenname. Hinter der Pupille, da ist die Linse. Die ist in Wirklichkeit weich und beweglich und sorgt dafür, dass wir alles scharf sehen können. Die Linse funktioniert wie ein Vergrößerungsglas. Wird alles ein bisschen größer.